Herzlich willkommen hier zurück zum Kanal der Übergabe. Mein Name ist Christian und wir machen hier Videos zum Thema Pflege. Heute geht es um ein Thema, was außerhalb der Fachwelt vermutlich weitestgehend unbekannt ist, innerhalb der Pflege aber sehr relevant ist. Und wir sprechen heute über das Thema der Expertenstandards. Bevor wir aber in das Thema einsteigen, noch eine kleine Bitte. Wenn dir das gefällt, was wir hier machen, dann belohne uns doch einfach mit einem Like oder mit einem Abo. Drück gern auch die Glocke, damit du keine weitere Folge mehr verpasst. Und nun würde ich sagen, lass uns einsteigen in die Welt der Expertenstandards. Expertenstandards in der Pflege machen tatsächlich nicht jeden Tag Schlagzeilen, sondern nur hin und wieder mal, vielleicht ein-, zweimal im Jahr. Aber sie sind tatsächlich sehr wichtig für die Pflege. Warum das so ist, da kommen wir später zu. Wir müssen nämlich erstmal schauen, was ist ein Expertenstandard überhaupt? Für viele ist es der heilige Gral der Pflegequalität. Für andere wiederum ist es irgendwie nur so ein dickes Buch, was da im Schrank steht, was auch noch zu bewältigen ist. Irgendwo dazwischen liegt vielleicht die Wahrheit. Und um erstmal einen Ausgangspunkt zu haben, worüber wir heute sprechen, werden wir mal schauen, was ein Expertenstandard überhaupt ist. Expertenstandards sind systematisch entwickelte und auf wissenschaftlicher Evidenz basierende Festlegungen zu wesentlichen Aspekten der Pflegequalität. Sie definieren ein professionell abgestimmtes Leistungsniveau, das auf dem besten verfügbaren Wissen beruht und das Ziel hat, die Qualität der Pflege sowie die PatientInnensicherheit zu verbessern. Lass mich das nochmal ein bisschen anders erklären. Du musst dir so einen Expertenstandard vorstellen wie so ein Rezeptebuch. Da haben also Fachleute und WissenschaftlerInnen geschaut, okay, was ist denn eigentlich das Beste? Was sind die aktuell besten Zutaten, die wir finden können in der Pflegewelt? Und das haben die in dieses Buch geschrieben. Und jetzt sagen sie dir, wie viel Zutaten du von was brauchst. Das heißt, es gibt eine genaue Anleitung, welche Zutaten du brauchst, um am Ende das beste Rezept zu kochen. Und am Ende hast du ein richtig gutes Gericht, was auf den neuesten Erkenntnissen quasi beruht und damit dann entsprechend die beste Pflegequalität erreichen kannst. Okay, lass uns noch mal ganz kurz in die Historie gucken. Die Anfänge des DNKPs gehen zurück in die 1990er Jahre und sind damit eigentlich eng verknüpft mit der Entwicklung der Pflegewissenschaft in Deutschland. Es war nämlich so, dass die WHO, also die Weltgesundheitsorganisation, in den 90er Jahren gesagt hat, wir müssen mehr Standards haben, wir brauchen mehr Qualitätsstandards für die Versorgung von Menschen. Und dann hat man gemerkt, okay, wir in Deutschland haben sowas gar nicht und es ist aber super sinnvoll. Und deswegen ist es vielleicht gut, dass wir ein Netzwerk bilden. Ein Netzwerk, was sozusagen da ist, um einheitliche Qualitätsstandards zu etablieren und zu kommunizieren. Und dann haben sich damals, 1992, Menschen zusammengesetzt und gesagt, okay, wir gründen das DNKP. Das hat bis heute seinen Sitz an der Hochschule Osnabrück. Zu den Gründungsmitgliedern, sofern man das so sagen kann, gehören beispielsweise Ulrike Höhmann, Martin Mörs, Doris Schiemann, Edith Kellenhauser, die leider schon verstorben ist, Hedwig François Kettner, die einige noch aus der Charité bzw. vom Aktionsbündnis PatientInnensicherheit kennen, und Astrid Elsberndt. Das sind die Personen gewesen, die am Anfang Berichte guter Praxis gesucht haben und die kommuniziert haben. Die haben also geschaut, okay, was sind eigentlich Best-Practice-Beispiele und haben diese Beispiele sozusagen kommuniziert in diesem Netzwerk. Und daraus sind dann später die Expertenstandards entstanden. Im weiteren Verlauf hat man dann tatsächlich gemerkt, so ein Netzwerk, das reicht irgendwie auch nicht aus und diese Best-Practice-Beispiele, das ist auch nicht das Gelbe vom Ei. Wir müssen das Ganze ein bisschen weiterentwickeln. Hat dann tatsächlich die Notwendigkeit erkannt, dass man bestimmte Themen wissenschaftlich aufarbeiten muss, weil dazu gibt es schon Studienlagen. Und das war sozusagen dann die Geburtsstunde der Expertenstandards. Und das Tolle daran ist, dass sich dieser Netzwerkgedanke aber weitergetragen hat. Das bedeutet, dass in diesem Netzwerk nicht nur WissenschaftlerInnen sozusagen sind und irgendwie in die Bücher und in die Literatur schauen, nein, sondern in diesem Netzwerk sind eben auch Menschen aus Berufsverbänden, dort sind Menschen aus der Praxis, da sind Menschen, die Führungsverantwortung haben, sodass man im Grunde genommen einen sehr bunten Blumenstrauß hat, um diese Themen auch in die pflegerische Praxis zu bringen. Ja, und Anspruch war es natürlich auch, nicht nur diese Expertenstandards zu erstellen, sondern natürlich auch weiterzuentwickeln. Denn ist natürlich klar, dass wenn Forschung irgendwo stattfindet, dass man eventuell auch neue Dinge herausfindet. Das heißt, ein Expertenstandard muss natürlich auch aktualisiert werden. Das wird fortlaufend gemacht und das bedeutet natürlich auch immer mehr Arbeit, sofern man ganz viele Expertenstandards hat. Jemand hat aber mal zu Anfangszeiten des DNKPs gesagt, dass es vermutlich gar nicht so viele Expertenstandards geben wird, weil so viele Pflegeprobleme es im Grunde genommen gar nicht geben würde.
Ja, wie wird jetzt eigentlich so ein Expertenstandard erstellt? Man könnte sich das ja so vorstellen, dass da irgendwelche WissenschaftlerInnen in Osnabrück an so einem Tisch sitzen und irgendwas aufschreiben und dann Bücher für teuer Geld verkaufen. Und ich kann dir sagen, nein, ganz so ist es nicht. Das DNQP entwirft diese Expertenstandards sehr systematisch und evidenzbasiert, das heißt auf wissenschaftlichen Erkenntnissen beruhend. Und die haben im Grunde genommen einen mehrstufigen Prozess, wie das funktioniert. Und das beginnt mit der Findung eines Themas. Und hier schaut man zum Beispiel erstmal, welche Themen sind aktuell relevant. Vor welchen Herausforderungen stehen denn Pflegende und Menschen in der Pflegepraxis? Welche Probleme sind denn am drängendsten? Und dann werden diese Themen priorisiert. Ja, und wenn die dann das Thema gefunden haben, dann ist es so, dass sie erstmal in die Literatur schauen. Das heißt, sie machen eine systematische Literaturrecherche. Die schauen in Datenbanken, in Zeitschriften, in Bücher und so weiter und so fort, überall, wo man aktuell verfügbares Wissen herbekommt, und tragen das Wissen einfach mal zusammen. Und das wird nicht nur zusammengetragen, sondern es wird natürlich auch bewertet. Denn es kann ja sein, dass da Studien bei sind, die eine schlechte Qualität haben. Das heißt, hier wird also auch erst schon mal geschaut, damit man ein bisschen aussortieren kann, was ist denn eigentlich hier eine gute Studie und können wir die mit einfließen lassen. Nach dieser Literaturstudie wird dann eine Gruppe von ExpertInnen gegründet. Das heißt, hier werden FachexpertInnen gesucht, hier werden eventuell sogar PatientInnenvertreter mit einbezogen, werden WissenschaftlerInnen mit einbezogen, und innerhalb dieser Gruppe werden dann Verantwortlichkeiten und Rollen festgelegt, um diese Gruppe überhaupt erstmal arbeitsfähig zu machen. Jetzt nimmt sich diese Arbeitsgruppe diese ganze Wissenschaft und schaut, was steht da eigentlich so drin. Und damit haben sie die Möglichkeit, das Thema zu spezifizieren, zu präzisieren. Sie grenzen es ein. Und dann formulieren sie aus diesen wissenschaftlichen Erkenntnissen Kriterien in drei Ebenen. Und zwar Strukturkriterien, Prozesskriterien und Ergebniskriterien. Das sollte dir sehr bekannt vorkommen aus dem Pflegeprozess. Und diese Kriterien, die versehen sie dann auch noch mit Kommentaren, denn der nächste Schritt ist nämlich die Konsentierung. Das bedeutet, dass dieser Expertenstandard, dieser Entwurf, jetzt in die Praxis geht. Es geht darum, dass Menschen aus der Praxis lesen sollen und schauen sollen, ist das denn jetzt überhaupt richtig, was hier steht? Ist das umsetzbar? Und damit kommen wir zu einem sehr wichtigen Schritt in dieser Erstellung von Expertenstandards, der Konsentierungsphase. Diese Konsentierung ist tatsächlich eine wichtige Rolle und auch eine sehr zentrale Rolle in der Entwicklung von diesen Expertenstandards. Denn ich habe am Anfang gesagt, dass tatsächlich dort FachexpertInnen und WissenschaftlerInnen sitzen, die in die Literatur schauen, aber am Ende ist es ein praxisrelevantes Instrument, was herausfällt. Und jetzt ist es natürlich notwendig, dass auch die Menschen da reingucken, die es später anwenden sollen. Und deswegen gibt es diese Konsensuskonferenzen, das hast du vielleicht schon mal gehört. Und das ist sozusagen eine Zusammenkunft von Menschen, wo alle hingehen können. Das heißt, das DNQP sagt, am 20. Juli ist eine Konsensuskonferenz zum Expertenstandard X und dann darfst du da hingehen. Und dann kannst du den vorher lesen, der wird veröffentlicht, der Entwurf, und dann darfst du deinen Senf dazugeben und sagen, na, hier das Kriterium, das gefällt mir noch nicht, und hier ist vielleicht auch fraglich, ob das richtig ist, das lässt sich in der Praxis schlecht umsetzen. Und aus diesen verschiedensten Beiträgen, die werden alle aufgenommen, wird dann geschaut, ob tatsächlich irgendwelche Probleme im Expertenstandard vorliegen könnten, dass er hinterher schlecht umgesetzt wird, dass eventuell die Evidenz nicht ganz gesichert ist und so weiter und so fort. Das heißt, hier ist es tatsächlich wichtig, dass die Fachöffentlichkeit mit einbezogen wird in der Erstellung dieses Expertenstandards. Und das hilft natürlich, dass am Ende der Expertenstandard auch sehr viel akzeptierter wird, weil natürlich alle die Möglichkeit haben, daran mitzuarbeiten. Und der ist natürlich relativ breit aufgestellt, weil er für verschiedene Settings eventuell gelten kann, weil verschiedene Kriterien mit berücksichtigt werden, die vielleicht am Anfang nicht mit eingeflossen sind. Und die Entwicklung von so einem Expertenstandard ist dann noch nicht abgeschlossen. Man hat jetzt diese ganzen Beiträge aus der Konsensuskonferenz und passt diesen Standard jetzt eventuell an. Aber jetzt kommt noch ein wichtiger Teil, denn man will ja schauen, funktioniert das noch praktisch? Also werden Einrichtungen gesucht, die das modellhaft implementieren. Das bedeutet, dass ein Krankenhaus oder eventuell eine Langzeitpflegeeinrichtung jetzt diesen Standard nimmt und ihn implementiert und dann noch evaluiert. Das hat natürlich dann den Effekt, dass man gucken kann, sind alle Kriterien so umsetzbar, wie wir uns das gedacht haben, und ist er auch praxistauglich. Und erst wenn diese Phasen abgeschlossen sind, wird der Expertenstandard veröffentlicht. Denn es ist ja so, dass eventuell noch Anmerkungen oder Veränderungen vorgenommen werden müssen. Das bedeutet, dass natürlich nach der Veröffentlichung sowas schwierig ist. Also wird es in diesem Entstehungsprozess so gemacht, dass alles
wasserdicht ist, sage ich mal. Und dann wird der Expertenstandard veröffentlicht und ist für alle zugänglich. Naja, und wie eingangs schon gesagt, ist dann natürlich die Arbeit des DNKPs nicht abgeschlossen, sondern sie versuchen eine regelmäßige Aktualisierung zu machen. Sie schauen also fortlaufend, ob es neue Erkenntnisse zu diesen Themen gibt. Mal gibt es keine Veränderungen, mal gibt es welche. Und das führt dann dazu, dass in regelmäßigen Abständen, so alle 4 bis 5 Jahre, eine Aktualisierung von so einem Expertenstandard vorgenommen wird. Jetzt fragst du dich wahrscheinlich, warum sind diese Expertenstandards eigentlich so wichtig? Ausbildung schon grausam gewesen, musste man super viel lernen, stehen die auf Arbeit wiederum, diese Dinger. Es ist wirklich verhext. Naja, es ist so, dass diese Expertenstandards das aktuelle wissenschaftliche Wissen abbilden, wie du in der Praxis arbeiten musst. Das ist aber auch eine Chance, denn es ist so, dass natürlich damit ein Leistungsniveau, also ein Qualitätsniveau festgelegt wurde, auf dem zu agieren ist. Darunter geht gar nichts mehr. Und das ist gut für Patientinnen, denn die werden jetzt nach dem besten Wissen quasi gepflegt. Das erhöht die Pflegequalität. Und das Beste ist, dass es über alle Settings hinweg in ganz Deutschland die gleiche Pflegequalität sein müsste. Und JuristInnen nehmen das natürlich auch auf. Das heißt, die rechtliche Verankerung ist in dem Sinne total gut, denn man kann jetzt schauen, was ist denn das aktuelle Wissen? Ja? Müssen Pflegefehler noch stattfinden? Und wenn ja, was wäre denn richtig gewesen? Und dieses aktuelle Wissen, das führt auch dazu, dass wir den Beruf weiter professionalisieren können, weil wir uns wissenschaftlichen Erkenntnissen öffnen und danach arbeiten. Und es ist natürlich auch wichtig für die Ausbildung. Sprich, du hast die Möglichkeit, das aktuelle Wissen direkt zu bekommen. Ja? Niemand muss mehr irgendwie neu recherchieren, sondern Lehrkräfte haben die Möglichkeit, Inhalte dieses Standards direkt zu vermitteln. Und das ist auch gut für die Praxis, denn die Praxis kann sich anhand dieser Kriterien ja auch weiterentwickeln, können neue Ideen entwickeln, wie können sich Dinge verändern. Das kann auch zu Innovationen führen. Das heißt, im Grunde genommen ist es tatsächlich so, dass die Expertenstandards sehr umfassend sind. Ich habe dir mal eine Liste der aktuellen Expertenstandards zusammengetragen, denn jetzt sind wir tatsächlich schon am Ende dieses Videos. Aber ich lade dich ein, tatsächlich mal deine Erfahrung mit den Expertenstandards in den Kommentaren zu diskutieren, denn ich kann mir vorstellen, dass auch du schon mal tatsächlich irgendwie damit zu tun hattest und dass sie auch deine pflegerische Praxis natürlich begleiten. Und wenn dir das Video gefallen hat, dann lass uns vielleicht auch gerne ein Abo da. Klick die Glocke. Wir freuen uns auf jeden Fall, wenn du auch in die Videobeschreibung schaust, denn dort haben wir unsere Podcasts verlinkt, den Übergabe-Podcast bzw. auch das Pflege-Update. Und wenn du möchtest, kannst du dich auch für unseren Newsletter registrieren bzw. auch eine Mitgliedschaft abschließen. Da schicken wir dir zusammengefasste Studien regelmäßig per Newsletter zu. Das war's für diese Woche. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Bis dann. Ciao.